Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Pearl, die Perl-Edition von Pokémon aus dem Jahr 2007. Ich hoffe, ihr habt Ton, ich habe nämlich wieder mal keinen Ton. Warum auch immer. Ja, Rüpel besiegt im Windkraftwerk war unsere letzte größere Aktion. Ja. Heute machen wir uns wieder auf den Weg über Route 200. Moment mal. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich das etwa nicht gespeichert vom letzten Mal? Doch denn. Ja, also da komme ich ran. Ja, das ist jetzt gerade ein wenig verwirrend. Okay, ihr merkt, ich stehe mal wieder völlig auf dem Schlauch. Das gibt's da nicht. Leute. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. So, die Uhr läuft jetzt auch wieder mit. Team Galaktik. Wie kriege ich euch da weg? Ich bin momentan in der 12. Staffel von Pokémon, weil ich ja die Anime-Serie gucke. Das habe ich euch ja schon mal erzählt. Das habe ich euch schon mal wissen lassen. Ja. Und dort ist momentan auch Team Galactic im Einsatz. Und genau die blöde Tussi hat auch momentan ganz schön was auf dem Kasten. Deswegen habe ich ja das letzte Mal gegen die Dame verloren. Ihr habt mich zum ersten Mal wirklich verlieren sehen gegen einen Gegner. Und ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es jetzt besser läuft. Gegen ein Zubat habe ich natürlich kein Problem. Wenn es nicht zu hoch ist vom Level. Für Chase. Das geht. Nehmen wir die Metallklaue. Jawohl, die funktioniert doch gut. Toxin. Toxin. Ach, ich hasse es. Vergiftet. Ja, ich wurde durch Gift verletzt. Was glaubst du? Entschuldigung. Was? Das ging daneben. Blutsauger, na super. Jetzt bin ich vergiftet und krieg auch noch KP so abgezogen von dieser scheiß Giftsaugaktion. Alter Schwede. Will die mich eigentlich verarschen? Noch einmal Metallklaue, damit hätten wir es mit Zubat. Doch hinter uns, jawohl, Zubat haben wir hinter uns gebracht. Super, das läuft doch erstmal perfekto. Mit Ausnahme, dass Chase vergiftet ist. Ja. Das läuft nämlich gar nicht gut. Nein, ich werde mein Pokémon nicht wechseln. Ihr kennt mich ja, ich bin ein Kämpfer, der mit einem einzigen Pokémon alle anderen platt machen will. Nur das kriege ich nicht platt. Schnurrgast. Setz Finte ein. Was? Scheiße. Ah, Mist. Das ist Mist. Beutel. Ich hab bloß Trank, das ist nicht gut.
Kratzer, super, danke. Jetzt kriege ich auch noch eine Verletzung durchs Gift. Das heißt, ich muss dann Siedebeere. Die bringen mir nicht viel. Dann muss ich nochmal Trank einsetzen. Das kann sich jetzt ein wenig hinziehen, Leute. Ich muss darauf warten, dass er eine AP oder KP, also keine KP, abziehende Attacke einsetzt, damit ich hier eine faire Chance habe. Und ich muss das Gift loswerden. Ja, ich hab gegen den giftig blöd, Mann. Vierundzwanzig, das reicht nicht. Mist. Mist! Leute. Nee. Das war's. Das war's schon. Das war's schon. Kleinschein hat da keine Chancen mit Level 8, genau. Zertrümmer. Ist leider keine coole Tage. Kratzer macht Kleinschein platt. Nein, doch nicht. Das ist sogar nicht sehr effektiv. Tackle kommen wir da trotzdem nicht viel weiter. Nehmen wir doch. Das ist nicht sehr effektiv, ja. Zertrümmerer mal. Ah, Zertrümmerer ist gut, okay. Das merke ich mir mal. Dann nehme ich das Teil nochmal und heile meinen Kleinstein nochmal. Ich habe eine Strategie gerade im Kopf. Hoffentlich geht die auf. Scheiße, das zieht mir zu viel KP runter. Nee, so geht das nicht. Ich muss auf den richtigen Moment warten. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier echt gerade wenig kommentiere, aber ich muss denken. Ich muss irgendeine Sache Finte. Ich weiß nicht, wie viel Finte abzieht. Hoffentlich zieht es nicht viel ab. Okay, ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren, Zertrümmerer. Ihr habt mich gerade leise flüstern hören. Das war's. Das ist was auch. Das war's. Weil mit einem Shinox Level 3 schaffe ich das auf keinen Fall. Und mit einem Level 3 Tackle-Pokémon kann da nichts werden gegen ein Level 16. Das heißt, ich brauche erstmal ein paar mehr Items. Etwas gegen das Gift habe ich ja. Und ich brauche mehr Tränke. Und ich sollte vielleicht meinen Pokémon ein wenig trainieren. Ja, ich rannte ins letzte Pokémon Center, das ist immer so unlogisch. Dass ich ins letzte renne, in dem ich war, anstatt in das nächste Pokémon Center. Ja, aber ich möchte hier keine Kritik. Ja, jetzt tue ich es nochmal ein, genau, vor lauter Gequatsche. Leute, es ist anstrengend. Ja. Oh. Ich bin jetzt sogar ein Flori. Okay. Ich gehe nochmal die Route ein Stück zurück in die große Stadt. Und fülle meine Tränke noch einmal kurz auf.
Genau, jetzt kommt Pokémon Super. Leute, ihr merkt, mit was für einem Enthusiasmus ich da rangehe. Vielleicht ist euch eine Neuerung aufgefallen. Falls ich es nicht vergessen sollte, einzubauen. Hier links, beziehungsweise hier rechts, werden meine Pokémon angezeigt und deren aktuellen Level. Einfach für euch als Information, was ich denn gerade im Team habe. Nur eins werdet ihr immer finden, mein Plinfer Weiterentwicklungen. Ja. Mein Papa hat mir zwei Pokémon gegeben, sie werden für mich siegen. Mann, was hat denn der für an der Klatsche? Leute, ist das langsam nicht langweilig? Ich bin doch so derjenige, der gewinnt, mit Ausnahme gegen diese scheiß Trainerin aus dem Galaktik. Das ist echt blöd. Wenn ich heute wieder meine ganze Zeit darauf verschwende, gegen dieses Galaktik zu kämpfen. Gegen dieses Team Galaktik. Ah, Mann, ich bin ja im Trainerkampf. Ich kann nicht fliehen. Vor lauter Gequatsche bin ich schon ganz durcheinander. Dann ein Carpador, alter Schwede. Dann werde ich das wohl offscreen machen müssen. Ja. Und mich dann wieder zurückmelden nach dem Besiegen von der Commanderin von Team Galaktik. Was? 5 KP? Ja, sagen wir 5 KP sind übrig geblieben von dem Carpador. Nassmacher. Was hab. Was bringt Platscher? Nichts geschieht, eben. Leute, was hat sich Game Freak dabei gedacht, sowas einzubauen? Und sind euch schon mal schlechte Wortspiele eingefallen in Pokémon? Wie Arbox und Retans Namen rückwärts gelesen? Arbok, Kobra und Retan Natter? Oder wo bleiben wir mit unserem Müll? Hier stecken sie in eine Ultra-Tütox und bringen sie zur Deponitox. Ein Zitat aus einem anderen Video. Nicht von mir, sondern von jemand anderen, der mich darauf gebracht hat. Wie bescheuert, manche Namen sind Ultra-Tütox und das Ding sieht auch noch aus wie eine Tüte, Leute. Guckt es euch einfach an, ich blende das Bild ein. Ultra-Tütox und Deponitox. Aber das hat hier eigentlich nichts zu suchen. Schließlich spiele ich Pokémon. Wenn ich es nicht vergessen sollte, einzublenden, versteht sich. Ich nehme mir nur ein Gegengift mit. Und nehme mir ein paar mehr Tränke mit. Ein Gegengift mehr, danke. Wir nehmen mal 9 Stück mit. Danach bin ich pleite. Yep. Also dann wieder zurück. Ihr merkt mit was für einer Begeisterung ich an diesen Mist rangehe. Wer auch immer das programmiert hat, ich weiß nicht, muss ich ernsthaft zugeben, wie ich als 10, 11, 12-Jähriger, ich bin so schlecht im Rechnen manchmal, gegen Team Galactic überhaupt gewonnen habe, wenn ich als 18-Jähriger in dieser scheiß Stelle scheitere. What the fuck? Ja, das denkt ihr euch sicher wahrscheinlich auch.
Warum ich mich hier so blöd anstelle an dieser Stelle, obwohl ich das Spiel ja schon durch habe. Am Gameboy, am Nintendo DS. Meine Fresse, jetzt habe ich mir das auch schon angewöhnt, wie meine Kollegen. Ich sage auch schon Gameboy zum Nintendo DS, obwohl ich immer sonst sofort gesagt habe, das Ding heißt DS. Früher habe ich. Ernsthaft, ich habe früher meine Klassenkameraden sofort korrigiert, wenn die zu dem Nintendo DS Gameboy gesagt haben. Habe ich den Gameboy? Weil ich hatte zu der Zeit einen Nintendo DS und einen Gameboy. Den habe ich jetzt noch. Den Gameboy habe ich, weil die Leute das immer falsch gesagt haben, meine Klassenkameraden, immer einen Gameboy mit dabei gehabt. Und dann habe ich denen das Ding nämlich vor die Nase gehalten und da, bitteschön, das ist ein Gameboy. Ihr habt einen Nintendo DS, lasst und jetzt lasst den Scheiß. Und da habe ich den echt immer einen Vortrag gehalten. Dass die den Unterschied lernen zwischen Gameboy, diesem grauen Glotz von 1989 und einem Nintendo DS aus dem Jahre 2005. Oder 2006. Ja. So viel dazu. Da ist auch ein Center. Mist. Ja, also so viel zu der Sache mit Gameboy und DS. Ich bin momentan auch dabei, Omega Rubin durchzuspielen. Habe inzwischen Crowdawn gefangen. Und bin jetzt kurz vor dem 8. Orden. Ja, wie schon gesagt, ich spiele nämlich Omega Rubin, deswegen Crowdawn. Ein Freund von mir spielt momentan Alpha Saphir und hat sich Kyokre schon gefangen. Und wir sind jetzt beide kurz vor dem 8. Orden. Und haben demnächst vor, ins Battle zu machen, aber ich wollte euch nur kurz darüber informieren, wie weit ich denn eigentlich bin mit Pokémon momentan spieletechnisch. Ja, quatsch mich nicht immer voll, als wäre ich noch nie da gewesen. Das ist auch so eine Unlogik in Pokémon, Leute. Nachdem man gegen die verloren hat, quatschen die einfach, als wäre man da noch niemals gewesen. Leute, das macht mich wahnsinnig. Da noch ruhig zu bleiben. Guckt euch einfach die Videos von Lenny Fickett an. Der soll sich für mich aufregen. Lenny Fickets Videos zu den unlogischen Dingen in Pokémon sind echt der Hammer. 7 Videos. Und übelst die künstliche Aufrege drüber. Toxin hat mich wieder vergiftet. Nicht lange, Freundchen. Ich mach dich platt und dann bin ich wieder nicht mehr vergiftet. Ja, immer geht die 2. Tage erstmal daneben. Bis, ouch. Krieg ich gleich mal eins auf den Deckel. Dankeschön. Metallklaue, damit ist das Pokémon platt. Jetzt muss ich kurz das andere opfern, glaube ich, damit ich Chase in Ruhe heilen kann. Ihr merkt, nicht jede Strategie von mir geht auch unbedingt hundertprozentig auf. Ja, ich werde das Pokémon kurz wechseln, und zwar auf Kleinstein. Kleinstein steckt ja die eine oder andere Attacke weg. Weg haben wir ja gemerkt. Am Mars. Die Dame heißt Mars. Auch wenn hier Commander steht, das ist eine Frau. Zumindest im Anime. Vielleicht halten wir noch 2 Attacken aus. Finte ist allerdings recht stark. Okay, dann kann ich nur noch Gegengift setzen. So. Gegengift für Chase. Mit Kratzer macht sie uns jetzt platt. Also ein Kleinstein platt. Ja. Tut mir leid, Kleinstein. Das ging jetzt nicht anders. Das gehörte jetzt zur Strategie. Chase, komm her. Los, Chase.
Wir setzen unsere Metallklaue wieder ein. Oh. Wir kriegen erstmal einen Kratzer ab. Genau. Wie ich es mir schon gedacht habe. Was? Nee. Nur eine Siedebeere, okay. Finte, scheiße. Ah nee, ich habe ja Supertrank. Habe ich jetzt Angst gehabt? Man muss eben manchmal ein bisschen nachhelfen seinem Glück. Ja, ich weiß, klingt jetzt komisch, wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Supertrank. Aber lieber einen Supertrank als einen Trank. Weil Trank eine 20 macht und Supertrank eben gleich 50. Und somit bin ich da eher auf der sicheren Seite, als wenn ich eben das andere nehme. Weil ich kriege nämlich zwei Kratzer ab nach der Heilung. Und kann dann erst meine Metallklaue wieder einsetzen. Also spiele ich Risiko, merkt ihr, Finte, Scheiße, tot, wenn ich Pech habe. Nein, Glück gehabt. Finte hat nur wenig abgezogen. Okay, was ist Finte dann für eine Attacke? Ah, na endlich. Es geht doch. Leute, besiegt. Super. Wir haben Team Galaktik im Kraftwerk besiegt. Und gleich ein neues Level geschafft. Super. Yeah. Leute, ich freue mich. Ja. Ups. Da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber was macht's? Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Und nun verabschiede ich mich und verschwinde von hier. Fürs Erste. Und puff, weg. Team Galaktik. Sie sagen, sie mussten einfach Pokémon und Energie sammeln. Egal wie. Sie wollten damit ein neues Universum erschaffen. Das sagen sie wenigstens. Aber alles, was sie sagen, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Hilfe bin. Nun kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Ah, da kommt sie ja schon angerannt. Kleines Mädchen. Papa! Oh, Papa! I Papa, du riechst. Papa, geh duschen, ich geht. Tut mit leid. Tut mir leid. Ich muss ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Kleines. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Ach, die Freitag-Dungeon müsste ab sofort wieder funktionieren. Und zwar kommen Driftlons, sind die hier immer freitags aufzufinden. Manchmal sogar anscheinend. Ja, das war heute wieder nicht so produktiv wie sonst. Aber ja, ich kann eben auch nicht immer alles. Lege eine Basis-Item auf diesen Knopf. Ja, falscher Knopf. Dann speichere ich mal kurz das ganze Spiel und verabschiede mich und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer LP Gamer, Mann, jetzt hätte ich fast meinen Namen vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal.